Willkommen, willkommen aus München. Wir sind hier vom Apple Store, nicht ganz direkt. Ihr seht, wir sind vom Kevin Klein Laden, aber nur, weil wir hier am Ende der Schlange sind. Abends um 11 Uhr, in 9 Stunden geht's los mit dem neuen iPhone XS und XS Max, was am Freitag morgens um 8 erhältlich sein wird im Laden. Wenn ihr es vorbestellt habt, gut für euch. Hier sitzen jetzt ein paar Leute, wie ihr sehen könnt, jetzt schon, uns um die 50 bis vielleicht sogar 100 schätzen, die jetzt gerade warten darauf, dass sie morgen früh um 8 das Gerät kaufen können. Wieso gibt es hier so viele Leute? Es gibt viele Menschen, die letzten Freitag das iPhone nicht vorbestellen konnten und so sich hier anstellen müssen, damit sie das entsprechend kaufen können. Oder aus dem Ausland kommen, wo man das iPhone noch eine Woche lang überhaupt nicht kaufen kann oder auch länger nicht kaufen kann und jetzt hier das Ganze vorbestellen und dann wieder nach Hause bringen, wo sie es auch ein bisschen Gewinn bringen, verkaufen können. Deswegen lohnt es sich hier anzustehen. Die ersten, habe ich gerade gefragt, stehen hier schon seit 24 Stunden, beziehungsweise es wird 24 Stunden sein, wenn morgen der Laden aufmacht. Sie hätten auch früher sich schon angestellt, aber es hat sich nicht gelohnt, haben sie mir gesagt, weil es war eh noch keiner da. Deswegen haben sie sich am Donnerstag morgens einfach heute hingestellt und morgen früh um Freitag um 8 können sie dann das XS oder das XS Max kaufen, beziehungsweise zwei Stück kaufen. Also sie müssen sich entscheiden, welche Farbe. Es gibt ja jetzt mittlerweile drei Farben, Gold, Weiß und Schwarz, beziehungsweise auch drei Größen mit 64 GB, 256 und 512 GB. Gut, es geht ab 1.100 Euro mal wieder los. Der Preis hat sich nicht geändert, aber jetzt gibt es eine neue Größe und wir sehen, könnt die Leute arbeiten auch noch drin hier im Apple Store, denn es wird gerade alles geändert. Oben sind schon die neuen Poster und natürlich kann man auch die neue Apple Watch kaufen, die auch relativ schnell ausverkauft war, denn das ist auch ein heißes Produkt, denn sie ist natürlich schneller geworden, das Display ist größer geworden und das kann auch vieles, vieles mehr. Es sind schon teilweise die iPhones da, ich sehe es im Gold noch nicht, vielleicht kommt das noch, aber auf jeden Fall morgen früh ab 8 Uhr wird hier einiges los sein und es wird auf jeden Fall spannend sein, dann hier morgen früh noch mal hinzukommen. Also schaut auf jeden Fall auf dem Kanal morgen früh auch noch mal rein, ob es sich hier lohnt, überhaupt sich noch mal hier morgen anzustellen oder zum Beispiel morgen mittags noch hier in München oder natürlich irgendwo anders in Deutschland oder auf der Welt, wie lange die Schlangen da sein werden. Ich berichte auf Instagram regelmäßig und schreibe dann hier schön in die Stories rein. Unten könnt ihr den Link finden, wie viel los ist und ob es sich überhaupt lohnt anzustellen. Mein Name ist Balasch, schön, dass ihr geschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und tschüss.